Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Craft Attack 8. Ja, ihr habt vielleicht gemerkt, dass die letzte jetzt schon wieder ein bisschen was her ist und tja, was soll ich sagen, so wird es auch ungefähr weitergehen. Ja, es werden jetzt nicht mehr so mega häufig Folgen kommen, weder von Craft Attack noch von, ja, Subnautica ist ja vorbei, aber auch nicht von Sky Attack. Es wird noch Folgen geben, ich werde alle diese Projekte beenden, keine Sorge, aber nicht mehr so frequentiert wie früher. Die Folgen kommen jetzt dann immer, wenn ich Zeit habe, die auch im Stream zu machen und ich werde dann deswegen aber ein bisschen mehr Inhalt in die Folgen packen, dass die Folgen ein bisschen vollgepackter sind und dafür dann halt weniger Quantität. Ja, mehr Inhalt, weniger Quantität. Nicht unbedingt mehr Qualität, weil, naja, was für eine Qualität, aber ihr wisst, was ich meine. So, das erstmal zuerst. Ihr seht, es hat sich hier schon einiges getan. Es ist hier viel rumgeblöppelt worden. Ich meine, wenn wir hier mal so lang fliegen, dann sehen wir schon, hier ist einiges entstanden und lasst mich euch das Ganze erklären. Also, wir haben uns jetzt zusammengesetzt im Stream, da könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen, unter klim.tv streamen wir jeden Abend, dienstags bis sonntags, immer pünktlich um 19 Uhr. Ich bin in meinem Leben noch nicht einmal zu spät gekommen, bis circa 2 Uhr nachts und ja, das ist eigentlich immer ein großer Spaß, da könnt ihr hier an der Craft-Tech-Welt quasi mitentscheiden, was hier so passiert und selbst wenn man die Streams verpasst, könnt ihr die Streams da auch noch nachholen von einem Monat. Gut, aber genug Werbung für meinen Twitch-Kanal gemacht. Jetzt geht es darum, was wir hier denn vorhaben, was haben wir hier gebaut. Was ist denn das für ein komischer Quadrat? Für ein komisches Quadrat aus... Was sind das für Blöcke? Iron-Blöcke, genau, Eisen ist es. Komplett vergessen. Also, es gibt verschiedene Gebäude, die wir hier bauen werden. Verschiedene Deko-Elemente, die noch hier auf diese Insel kommen. Und ich wollte mir einfach mal so fast alle davon aufschreiben und planen. Eine große Satellitenschüssel. Wir werden auch noch kleine haben oben an dem Turm. Kleinere Antennen auf der Insel verteilt. Ein großes Helipad. Ein paar kleine Container als kleines Deko-Element. Ein großer Kran. Kleinere Tanks. Einen kleineren Wassertank. Fahrzeuge. Ersatzteile, Ersatzteilrohre, also Rohre, wie sie hier auch liegen, hier, um diese Items zu transportieren, einfach als Ersatzteile irgendwo hinlegen. Müllhaufen, da steht vor allen Dingen Ersatzteilrohre. Müllhaufen könnte man auch so einen kleinen Müllhaufen bauen. Helikopter könnte man generell bauen und kleinere Solarzellen. Also man kann hier wirklich einiges hinbauen. Und damit wir mal bei der Insel hier, also bei unserer hier Forschungsinsel, so ein bisschen Fortschritt haben, ist auch egal. Wir wollen auf jeden Fall ein bisschen Progress haben und dafür habe ich einfach mal die meisten Sachen, von denen ich ungefähr weiß, wo sie hin sollen, skizziert, damit wir so einen ungefähren Plan haben und abschätzen können, wie lange das alles noch dauert. Also hier oben haben wir direkt zwei, wo fangen wir an? Wir fangen einfach mal im Norden an, denn dann können wir einfach um Uhrzeigersinn rum. So, hier oben ist noch nichts. Was hier hinkommt, ist noch Blanco, das weiß ich selber noch gar nicht. Da müssen wir mal gucken, vielleicht kommt hier so ein kleines Containerlager hin. Denn das hier oben, dazu kommen wir am Schluss. Super im Uhrzeigersinn. Hier, und das werden wir heute in der Folge machen, will ich den Bereich hier oben einfach komplett weiter extenden, dass er hier runter geht, dass das Gebäude hier quasi einfach mal hier so lang geht. Ich glaube, das würde damit am besten aussehen. Und hier oben drauf können wir dann eine riesige Satellitenschüssel bauen, die auch nochmal, glaube ich, extremst nice aussehen wird. Das hier ist die Base der Satellitenschüssel. Dieser innere Strich hier hat nichts zu bedeuten. Den könnte ich eigentlich auch abreißen. Der war nur für da, um mir zu markieren, wo dieser Übergang ist. Wobei man das auch eigentlich genau so sieht. Naja, ist ja auch egal. Dann haben wir das Gebäude, was hier noch fertiggestellt wird. Hier ist ein Parkplatz für ein paar Fahrzeuge, angeschlossen direkt an eine Straße, die hier zwischen Kuppel und Wand entlang gehen wird. Also eine höher gelegene Straße, man kann unten auch durchlaufen. Da wird dann über uns eine Straße sein, vielleicht so ein paar Streben. Hier wird natürlich noch Deko hinkommen und so, Mülleimer, Lichter, sonst was, ne? Also da können wir alles hinpacken, was wir wollen. Hier an der linken Seite haben wir ein paar Wassertanks, die wir auch noch hier weiter platzieren könnten. Hier kommt natürlich überall so ein kleiner Zaun hin, das ist natürlich auch ganz klar. Es wird schon wieder Nacht. Die Straße geht hier weiter und führt hier dann nach unten. Hier, das ist ein Villager Breeding House. Ich weiß nicht, inwieweit ich da die Redstone-Technik mache, weil das soll ja auch alles runtergekommen sein. Und dieser Bereich der Insel soll ein bisschen kaputter sein, der hier auch, weil das ganze Crafting House, die Funktionalität vom Crafting House schaffen auf jeden Fall nicht mehr. Das Haus würde ich aber fertigstellen.
Genau, dann geht die Straße hier weiter auf den weiteren, auf eine kleine Kreuzung. Hier ist ein weiterer Parkplatz. Und dann geht die Straße hier unter dem Gebäude weiter. Hier straight geradeaus durch. Das hier wird das Villager-Gebäude. Hier werden ein paar Solarzellen sein. Stellt euch vor, das sind einzelne Solarzellen, dass man sich das auch hier so schön vorstellen kann. Dann ist hier so ein kleines Dock für kleinere Boote, die hier andocken können. Mit so einem Kran, der hier drüber steht und so. Das wird, glaube ich, echt ganz cool aussehen. Hier, die Straße geht hier entsprechend weiter. Man kann von der Straße aus direkt hier rein, direkt hier raus, tralala, tralala. Hier kommen dann die Crafting-Gebäude hin. Und auch wenn wir die Funktionalität nicht ganz herstellen, möchte ich hier den großen Kran mit einbauen. Denn der Kran kann dann den Bulk Storage erreichen und den Hafen. Und wenn wir hier drauf noch jeweils so Container machen oder vielleicht so ein paar andere Sachen, dann würde das, glaube ich, nochmal extremst gut passen. Genau, hier haben wir das Bulk Storage System, was generell halt viele Container hat. Und hier möchte ich dann auch, das möchte ich auch funktionell, möchte ich das Bulk Storage System auch noch bauen. Also das ist eine Sache mit Funktionen, die ich gerne bauen will. Genau, das auf jeden Fall. Und damit wären wir eigentlich mal komplett rumgegangen. Hier oben noch Heli-Landeplätze. Ich weiß nicht, ob ich das gesagt hatte, aber da oben sollen Heli-Landeplätze hin. Und das ist so ziemlich alles, was wir noch bauen wollen hier auf der Plattform. Wenn wir das alles gemacht haben, fehlt innen natürlich noch was und hier das eine oder andere. Aber grundsätzlich, natürlich auch noch das Innere der Kuppel, ist ja klar. Aber grundsätzlich sind wir dann schon fast Richtung Ende unterwegs, wenn wir das alles fertig haben. Beziehungsweise wenn wir alles fertig haben, sind wir ziemlich nah am Ende, würde ich behaupten. Und ja, genau das gehen wir jetzt an. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an, indem wir hier ein bisschen was vorbereiten. Und ja, einfach mal das hier abreißen, die Wände hier bauen und ein bisschen was hier dran arbeiten. Ich muss diese Folge CraftTech ganz kurz unterbrechen, um ein bisschen Werbung zu machen für meinen Server. Denn ich habe schon seit längerer Zeit einen Subserver auf Twitch. Und der ist jetzt für eine Woche lang völlig kostenlos für alle. Also ihr könnt da auch drauf spielen. Und ich wollte euch den einfach mal ganz kurz zeigen. Man startet in Klim City und holt sich zuerst ein Hotel. Die sind easy zu erkennen. Es steht halt immer Hotel dran und die haben ein blaues Dach. Die Hotels erkennt man außerdem mit dem H auf der Karte, die man hier hat. Und ja, da weiß man überall, dass da ein Hotel ist. Es gibt ein Hotel für moderne Zimmer. Ein Hotel für, ja, mehr mittelalterliche, gotische Zimmer. Wo ist der Typ? Da. Hallo. Und direkt neben der CCC Bank gibt es ein japanisches Hotel. Ja, ihr habt es erraten. Japanische Zimmer. Das Hotel ist kostenlos, danach kann man mit sogenannten Klimcoins ja sein erstes Grundstück in der Stadt kaufen. Klimcoins verdient man, indem man Blöcke auf dem Marktplatz verkauft oder indem man zum Beispiel diese Klimköpfe findet und rechtsklickt. Guck mal, den einen habe ich verraten, der ist hier oben drauf. Wie man hier drauf kommt allerdings, tja, das müsst ihr selber erfahren, steht direkt neben der Kathedrale. Und zwar da. Ah ja, moin moin. Hat man da genug Geld gesammelt, kann man sich ein Grundstück außerhalb der Altstadt holen. Auf der Karte sieht man, wir haben hier in der Mitte die Altstadt und außenrum viel Platz für diverse Grundstücke. Je näher man an der Altstadt ist, desto teurer werden die Grundstücke. Das heißt, die Grundstücke hier waren ziemlich, ziemlich teuer. Wir haben sogar eine PS5. Weiter außerhalb kosten die Grundstücke nicht mehr so viel und da haben sich schon einige Spieler zu ganzen Grundstücksverbänden zusammengeschlossen, haben hier alle ihre Grundstücke gebaut, so nah aneinander, dass eine richtig schöne Stadt entsteht. Wir haben vorgebaute Wege, wie man hier auch auf der Karte sieht, aber damit man nicht die ganze Zeit laufen muss, haben wir ja in jeder Himmelsrichtung auch einen Bahnhof gebaut. Und zwar haben wir ja einen Nordbahnhof Osten, Süden, Westen und halt auch noch Nordosten, Nordwesten, Süd, Ost und so weiter. Ihr wisst Bescheid, man setzt sich einfach ins Minecart und dann kommt man easy peasy hier an und man ist wieder mitten in der Stadt im Hauptbahnhof. Außerhalb der schönen Stadt spawnen dann wieder Monster, aber hier darf auch frei gebaut werden. Hier muss man kein Grundstück claimen, man kann sogar gar kein Grundstück claimen. Ja, und man kann hier alles bauen, was man will. Auch hier haben die Spieler schon Spawner gebaut, die man abbauen kann, Farmen für alle Leute aus der Community und das ist wirklich ziemlich, ziemlich nice. Auch hier draußen gibt es viel zu erkunden. Wir haben auch einen Custom Map Generator, der einen so richtig geile Maps generiert. Das ist wirklich unglaublich geil. Und seit neuestem, seit genau einer Woche, haben wir noch ein Feature auf dem Server, das es einem erlaubt, eigene Städte zu gründen. Sobald man genug Geld hat, kostet ein bisschen, also Ingame-Geld natürlich, man kann nichts mit Echtgeld kaufen. Sobald man genug Geld hat, kann man seine eigene Siedlung gründen, die erweitern, seine Freunde einladen, dort als Siedlungsbesitzer Grundstücke vergeben und so weiter und so fort. Und das ist, glaube ich, ziemlich, ziemlich cool. Und das Beste ist, wir haben sogar Pizza. Wir haben hier alles fertig gemacht. So sieht das Ganze jetzt aus. Wir haben Fenster, die hier reingehen. Wir haben das Dach drin. Alles cool. Von der Seite sieht das hier noch sehr, sehr, ich sag mal, blöd aus. Aber da werden wir später noch was gegen unternehmen. Jetzt allerdings erstmal nicht, denn jetzt muss das Grundgerüst erstmal fertig werden. Und ich finde, das Grundgerüst passt doch schon mal sehr gut. Jetzt aber das erste Problem.
Das Radar kann da nicht drauf. Also das Satellitending kann hier einfach nicht drauf. Ich glaube, es ist eher so ein Radarding, keine Satellitenantenne. Warum ist die Frage? Weil ich möchte, dass da die Items rauskommen. Aktuell gehen die Items ja hier lang, nach unten raus und dann nach da weiter und dann da wieder hoch. Und das finde ich irgendwie alles nicht so geil. Vor allen Dingen, weil hier dann super viele Pipes und ich wüsste nicht, wie ich hier so 10 Pipes lang routen könnte zum Bulk Storage System. Da müssen sie auf jeden Fall noch hin. Deswegen habe ich mir gedacht, nö, ich mache es anders. Ich werde die Pipes oben rauskommen lassen. Und dafür brauchten wir auch ein System und das habe ich mal gebaut auf einem kleinen Test-Server, wollte ich gerade schon sagen, aber es ist einfach nur eine Testwelt. Und zwar Singleplayer-mäßig und da haben wir ein sehr einfaches Design, aber ein sehr cooles, sehr einfaches Design. Und zwar das hier. Es läuft auch gerade schon. Alle Items werden da lang gepusht und hier ist einfach nur ein Soul-Sand-Block. Und wenn ich jetzt hier diesen Pisten aktiviere, gehen alle Items nach oben. Und wenn ich ihn wieder deaktiviere, gehen alle Items weiter nach außen, geradeaus. Und das ist super simpel. Es braucht nur einen einzigen Pisten und einen Source-Sand-Block und wir haben damit alle Möglichkeiten abgedeckt. Das können wir auch easy hintereinander chainen. Alles gar kein Problem. Also sehr, sehr, sehr nice Geschichte. Und ich würde sagen, das werden wir auf jeden Fall noch mit einbauen. Jetzt aber wieder zurück, danach haben wir auch noch was zu besprechen. Ja, deswegen muss das Radar hier oben gehen und das verschieben wir deswegen einfach mal. Das ist 12x12 Blöcke groß. Das kommt einfach genau gegenüber auf das Teil und damit sind wir schon fertig. Also dann haben wir hier Platz für die ganzen Pipes, die rausgehen müssen. Mindestens 7 Stück sind es auf jeden Fall. Eine Pipe für den Ofen und 6 weitere Pipes für das Bulk Storage System. Ich glaube, mehr brauchen wir dann auch im Endeffekt nicht. Aber diese 7 brauchen wir auf jeden Fall. Das wird auch nochmal geil aussehen, weil hier oben dann wieder Pipes rumlaufen werden. Ich glaube, das wird insgesamt dann ein sehr, 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 sehr cooles Feature der Base. Sehr, sehr, sehr optisch coole Sache. Das heißt, wir müssen das Radar aber hier drauf bringen. Das heißt, wir müssen hier wahrscheinlich dann noch irgendwie irgendwas hinzufügen. Weil ich möchte auf jeden Fall, dass wir so 3 Blöcke ungefähr Platz haben. Und dann können wir hier hochgehen. Und dann haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, weil es ist ja 12x12. Und dann haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und dann nehmen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10, 11, 12. Und das Ganze dann hier lang. Das heißt, wir müssten hier dann irgendwie vielleicht was machen. Ich weiß auch nicht genau, ob das der komplette Footprint von diesem Teil wird. Das müssen wir dann auch nochmal gucken. Aber, upala. So, im Grunde genommen bin ich dann doch damit ganz zufrieden. Das ist ja auch nur eine grobe Annäherung. Ist das ein Quadrat? Sieht danach aus, oder? Ja, sieht ganz quadratisch aus. Sehr gut. Das heißt, das haben wir schon mal verschoben. Da drüben haben wir schon mal weitergebaut. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, was wir als nächstes machen. Ja, apropos als nächstes machen. Als nächstes verschieben wir das Radar. Ich wollte das hier eigentlich, wollte ich das gegenüber hinbauen. Also da, ich habe keine Ahnung, warum ich es jetzt hier hingebaut habe. Aber hey. Das heißt, wir reißen immer alles ab und setzen das drüben hin. Das wird witzig. Und zack. So, jetzt haben wir ihn verschoben. Jetzt steht er endlich gegenüber von da, wo er eigentlich sein sollte. Perfekt, jetzt ist richtig. So, was wir als nächstes machen. Da, ich würde sagen, darüber stolpern wir jetzt. Oh, ich bin über das Bulk-System gestolpert. Oh Mann, okay, ja, genau. Wir werden nämlich als nächstes das Bulk. Wenn ich hier ranzoome, bringt das nicht viel, gell? Moment. Das Bulk-Storage-System machen. Ah ja, oh Gott, da, genau, das Bulk-Storage-System. Das wird lustig, da freue ich mich schon drauf. Ich habe schon ein bisschen an der Testwelt rumgespielt. Was sind für Anforderungen im Bulk-Storage-System? Das Bulk-Storage-System ist eine der letzten Sachen übrigens, die Redstone-technisch irgendwie verbunden werden müssen mit meiner ganzen Base. Danach ist alles sehr viel Deko. Das heißt, wir werden wahrscheinlich nicht alles zack, zack, zack beim Bulk-Storage-System machen, sondern jetzt erstmal Planung, dann die Pipes dahin legen und danach erst Redstone, beziehungsweise dazwischen dann halt auch erstmal ein bisschen anderen Kram, also so ein bisschen schlafen vor allen Dingen. Nein, ein bisschen optische Arbeit tun. Da muss nämlich noch viel gemacht werden hier in der Plattform. Genau, und für die Bulk, fürs Bulk-Storage-System habe ich mir folgendes System ausgedacht. Dafür hopsen wir mal ganz schnell in meine Singleplayer-Welt. Ich dachte eigentlich, das geht schneller. Ja, moin. Aha, da sind wir doch schon. Dann gehen wir in den Singleplayer, in den Test und dann rein in die Testwelt. Genau, und zwar das System hier.
Das ist ja so ein klassisches System, aber irgendwie sind Barrels dann doch cooler als Kisten. Aber in Kisten passt halt mehr rein. Deswegen habe ich hier beides gemacht. Das sind Barrels und dahinter hängen Kisten. Ganz easy, einfach eine Doppelkiste pro Barrel. Also eine Barrel ist quasi drei Inventare, wenn man so will. Und dann 10 Stück. Das heißt insgesamt 30 Chests. 30 Chests, okay, ich rechne mal ganz kurz aus, pass auf. Also wir haben 30 Chests mal 9 Items pro Reihe und wir haben 3 Reihen pro Chest und da drin jeweils 64 Items. Das heißt, wir haben ungefähr, und die Hopper habe ich vergessen, das heißt, wir haben mindestens schon mal über 50.000 Items, die wir pro Bulk Storage Ding lagern können. Ja, ich finde das so eigentlich eine ganz gute Geschichte. Machen wir das doch genau so. 50.000 Items klingt doch eigentlich ganz gut. Und ja, damit wir diese 50.000 Items auch irgendwie herauslesen können, habe ich hier diese Redstone-Lampen, die jeweils immer an den Input-Hopper für das Barrel gehen. Also hier dieser Input-Hopper, wenn der voll genug ist, geht es hier an den Comparator, der wiederum leitet das an das Redstone weiter und das Redstone triggert diesen Target-Block, der triggert die Lampe. Das mache ich für alle ungeraden Zahlen, auf der anderen Seite, weil ich musste die Kisten so im Zickzack so ein bisschen anordnen, also eine links, eine rechts, wenn das alles geklappt hat. Ja, die haben dasselbe nur auf der anderen Seite. Die haben hier diesen Input-Hopper für das Barrel. Ich glaube hier, ja hier machen wir auch aus dem Hopper raus. Der geht einfach in den Repeater, in den Comparator. Der geht hier dann in den Repeater und der leitet das dann wiederum weiter zu diesem Target-Block. Das hätte nicht mal ein Target-Block sein müssen, aber ist ja auch egal, jetzt ist es einer. Genau, und so funktioniert das ganze System. Sieht komplizierter aus, als es ist, um ehrlich zu sein. Also es ist wirklich sehr, sehr simpel. Und hier kommt Zeug rein. Und wenn hier Zeug reinkommt, dann wird das weiter nach unten gegeben. Und der ganze Bums füllt sich. Jetzt gerade ist die hier voll. Das heißt, es müsste sich jetzt auch zuerst die zweite Kiste hier, die müsste sich füllen. Beziehungsweise vor der Kiste füllt sich der Hopper. Also der füllt sich jetzt, genau. Und wenn der hier voll wäre, füllt sich danach hier diese Kiste. Und wenn diese Kiste komplett voll ist, kann man mal kurz simulieren. Alter, da kamen jetzt gerade viele auf Items auf einmal rein. Dann geht das in den nächsten Hopper, der dann... Ist das der Hopper, der als nächstes kommt? Ah ne, wenn die Kiste voll ist, geht es ja erstmal in die... In den Hopper, der in die Kiste führt, also hier rein. Und danach würde das in den Hopper gehen. Sprich, ich blick nicht mehr ganz durch. In irgendeine Kiste geht es jetzt auf jeden Fall. Ja genau, hier rein. Dann hier in die Kiste und dann weiter. Warum? warum ist das gelockt? Ah, es müsste eigentlich da reingehen, aber da geht es nicht. Es müsste eigentlich da reingehen. Warum geht das nicht in die Kiste? Der ist doch nicht gepowert oder so, oder? Ah, hier geht's. Hä? Wo geht's hin? Ach so, es sah nur so aus. Holy shit, es sah nur so aus. Es funktioniert alles. Perfekt. Also es läuft also alles noch weiter durch. Das ist gut. Ich war sehr verwirrt. Aber es läuft jetzt quasi alles in den in die Barrel. Und wenn ich die jetzt mal wieder voll mache, dann sollte relativ bald diese Lampe angehen, die da quasi aussagt, die Kiste ist voll und der Hopper hinter dieser Kiste, beziehungsweise hinter dieser Barrel, ist auch einigermaßen voll. Da ist es schon. Und jetzt würde sich dann die Kiste hier hinterfüllen. Das heißt, wenn ich hier irgendwo was rausnehme, wüsste ich auch, da würde direkt wieder nachkommen. Wenn ich jetzt 10 Kisten an Inventare voll Zeug brauche, kann ich immer noch hier hinten reingehen und jede einzelne Kiste öffnen. Da habe ich darauf geachtet, als ich das Ganze hier gebaut habe, dass man jede einzelne Kiste noch öffnen kann. Das heißt, falls ich mal wirklich alle Items brauchen sollte, kann ich hier hingehen. Also alles cool. Passt perfekt. Und dann muss ich nur noch wahrscheinlich hier diesen oberen Hopper analysieren. Wenn der voll ist, soll gar nichts mehr ins Bulklager geschickt werden, denn sonst ist doof. Genau. Also, das ist jetzt der Bulkplan. Und das, was für uns erstmal nur interessant ist, ist eigentlich nur eine Sache. Ich mache das mal mit irgendeinem roten Block. Markiere ich mir das Ganze mal. Und zwar die Größe von dem Teil. Und die Mindestgröße von dem Teil ist ja quasi diese hier. Oh, das zählt gar nicht dazu, sondern das hier. So. Ja, so ist im Prinzip die Mindestgröße und hier auch. Ich markiere mir das mal hier oben. So, das ist ja die absolute Minimumgröße, die wir... Oh ja, jetzt haben wir eins kaputt gemacht, aber ist nicht so wild. Ja, wir können ihn wieder hinsetzen. Das ist ja die absolute Minimumgröße,
die es braucht. Also 1, 2, 3, 4, 5 mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Also 5 mal 9 ist eins ein Modul groß. Und das ist wiederum praktisch für die Craft Attack Welt, für den Server. Ist auch wirklich immer noch ein Server, Multiplayer, Craft Attack, also alles legit. Dass wir hier entsprechend planen können. 5 mal 9 pro Modul. Da gucke ich jetzt, wie ich die anordne. Aber wie gesagt, bauen werden wir die Dinge erst später. Wir müssen dann natürlich erstmal gucken, dass wir dieses Itemrohr hier wieder umleiten, weil wir machen das ja mit einem anderen System. Und dann die ganzen Itemrohre mal weiter nach vorne leiten. Die werden irgendwie bis da an den Rand gehen und dann können wir die hier hochziehen, die ganzen Itemleitungen. Und ja, dann muss ich natürlich auch noch dafür sorgen, dass alle Itemleitungen hier irgendwo zusammenlaufen und hier in das System mit reingehen. Oder, dass wenn mein Lager voll ist und keine Items davon mehr akzeptieren kann und das Bulk-System voll ist, dass alle Items gelöscht werden. So, das ist auf jeden Fall der Plan. Aber ja, jetzt werde ich erstmal hingehen und diese ganzen Leitungen weiter nach hinten verschieben. Hier drüben, also erstmal da drüben ein bisschen planen. Ja, planen wir erstmal. Danach sehen wir uns noch einmal wieder. Also erstmal die Plan. Der Plan für die Silos hat sich ein bisschen geändert. Die sind ein bisschen größer geworden. Grundsätzlich passen die Storage-Systeme, die ich gemacht habe, hier rein. Also wenn wir einfach mal schauen, ist es übrigens 8 mal 5. Wenn wir hier mal schauen, 1, 2, 3, 4, 5 und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ja, und dann 8, also so rum quasi. 1, 2, 3, 4, 5. So, wenn wir das einmal so hier reinlegen, dann passt diese Storage-Zelle genau hier in ein so ein Silo. Und ich habe vor, hier verschiedene Silos zu bauen, die vielleicht auch so ein bisschen auf Stelzen und dann einfach einige Silos hier hinzuschallern. Ne, hier zwei Stück, die so halb hier dranhängen. Das ist, glaube ich, ein sehr cooles Bild, was das Ganze ergibt. Ja, und ihr merkt schon, dadurch wird das alles hier ein bisschen größer. Wir müssen die Straße ein bisschen umleiten und hier stehen nur 5. Genau, hier passt leider kein sechstes hin, weil ich die beiden hier unbedingt dranhängen wollte und die sind jetzt schon bis ganz an den Rand und ich wollte die nicht hier drüber hängen, weil das, glaube ich, sehr, das sieht, glaube ich, richtig blöde aus. Aber da haben wir zum Glück eine Sache, die da Abhilfe schafft. Und zwar, eine der Sachen, die ich Bulk-Storagen muss, ist ja das hier. Bambus. Und Bambus brauche ich natürlich in meinem normalen Storage-System. Aber das kommt ja hier schon an fürs normale Storage-System. Aber der zweite Punkt, wo ich es brauche, ist hier im Autosmelter, im Supersmelter. Und der dritte Punkt, wofür ich es brauche, ist die XP-Farm, die wir noch bauen werden. Und der vierte Punkt, wofür ich es brauche, ist der Bulk-Storage. Und wenn wir Bulk Storage hierhin machen, dann ist alles das auf einer Linie. Das heißt, wir können das Ding hier nehmen und von hier aus uns Sachen abzweigen für Bulk Storage, für die XP-Farm und im Ende hierfür noch. Und das ist super cool. Also das ist super, super cool. Und dann noch einen für Müll. Das heißt, alle Sachen, die nicht mehr reinpassen, werden verbrannt. Ich denke mal, das werde ich in jedes Bulk Storage-Ding noch einbauen. Das sollte ja gar kein Problem sein. Aber dadurch haben wir jetzt hier so eine coole Aufteilung. Und wir haben hier auch noch was. Das war ja vorher leer. Und jetzt sieht unsere Insel doch schon richtig dicke bebaut aus. Ja, moin, Dena fährt wieder bei mir zu Hause vorbei. Ja, das ist aber doch eine coole Geschichte. Das heißt, ja, der nächste Punkt, den ich machen werde, ist auf jeden Fall das Anpassen von der Pipe. Die muss hochgelegt werden. Und wir müssen alle Pipes hier unten darauf vorbereiten, dass wir die, ja, auch verlängern können. Das heißt, die ganzen Pipes werden einfach mal ein paar Blöcke nach vorne gezogen. Die Pipe hier wird auch nach vorne gezogen, dann nach oben gezogen, dann hier lang verlegt. Ich glaube, diese kleine Sache können wir nochmal wieder in der First-Person-Timelapse machen. Ich hoffe, euch hat diese Timelapse gefallen. Das war viel Arbeit, aber wir sind jetzt soweit fertig. Zumindest mit dem ersten Teil. Es ist viel Planung passiert, viele Gedanken wurden sich gemacht. Im Endeffekt kläre ich euch mal ganz kurz auf, was wir uns jetzt gedacht haben. Also erstmal haben wir hier die Pipeline für die Items, für die Items fertig, für die ganzen Bambus-Dinger. Die kommen hier schon hoch. Wenn wir hier mal reingucken, sehen wir immer mal wieder Bambus durchhuschen. Ja, da habt ihr gerade eins gesehen. Es ging schnell. Hier sieht man es ein bisschen besser. Da ist gerade einer runtergefallen. Da der nächste.
Genau. Und der Bambus kommt quasi hier rein, geht hier hoch, weil wir das Redstone entsprechend aktiviert haben. Zeige ich euch gleich. Dann geht es hier hoch und hier raus. Und dann hier wieder runter zu gehen. Hier ist ja das Bulklager für Bambus. Da sage ich dann später auch noch was zu. Bambus Redstone wird ein bisschen komplizierter, aber auch nicht so kompliziert. Ja, und bei allem anderen führen diese ganzen Outputs hier zum Bulk-Storage-System. Diese drei Outputs hier habe ich jetzt schon mal oben fertig gebaut und auch mit Glasröhre innen. Das habe ich jetzt an der anderen Seite noch nicht gemacht. Das machen wir dann in einer der nächsten Folgen, dass wir hier hinkommen. Und diese ganzen Outputs gehen erstmal alle nach vorne. Logischerweise ohne Bambus, weil das Bulk-Ding für Bambus ist ja hier. Das heißt, es muss ja hier hin. Alle anderen Bulk-Storage-Systeme sind hier vorne. Das heißt, die Items müssen eine Möglichkeit haben, von hier bis hier hinzukommen. Und ja, dafür gehen die Items alle hier hoch, hier raus und dann um die Ecke, so dass die... Obwohl, hier müsste ich vielleicht nochmal gucken, weil das collidet jetzt mit dem da theoretisch. Da müssen wir nochmal gucken, ob man da vielleicht auch nochmal irgendwas zusätzlich macht oder so, dass es da nicht mit kollidiert. Das hätte ich jetzt gucken können, ne? Ich kann die theoretisch noch höher machen, aber ich glaube, das sieht dann irgendwann auch affig aus. Müsste man nochmal schauen. Oder man geht halt hier lang und geht dann hier wieder den Weg dahin, aber das fände ich, glaube ich, nee, das finde ich, glaube ich, blöd. Ich muss mir da im Speziellen nochmal was anderes ausdenken. Vielleicht lasse ich das auch hochgehen, hier komplett lang und hier wieder runter oder so, keine Ahnung, wirklich. Müssen wir da mal gucken. Auf jeden Fall kommen dann die ganzen Items, oder wir ziehen das noch ein bisschen weiter nach vorne. Das wäre, glaube ich, die einfachste Möglichkeit, wenn ich das alles noch ein bisschen weiter nach vorne ziehe, das können wir machen. Auf jeden Fall kommen die ganzen Items hier raus, fügen sich hier zusammen und fließen dann alle hier in diese Richtung weiter. Wir können das ja auch noch ein bisschen kompakter machen, indem wir immer nur so, also indem wir es einfach kompakter machen. Vielleicht machen wir auch eine größere Röhre. Ich habe viele Ideen im Kopf, ist ja auch Wurst. Jedenfalls kommen die ganzen Items dann hier lang. Vielleicht können wir eine Megapipe bauen. Ich habe zu viele Ideen. Gehen dann hier lang und gehen dann hier entsprechend hin. Ich glaube, die Idee von der Megapipe finde ich sogar ganz geil. Die Megapipe. Ja, muss ich mir mal durch den Kopf gehen lassen, dass wir denn hier so eine Megapipe bauen. Ich habe da schon eine Idee, mal gucken, ob wir das machen können. Ja, aber ihr wisst, ich glaube, das System ist verstanden, was wir hier vorhaben. Und das werden wir dann in den nächsten paar Tagen noch machen, vielleicht in der nächsten Folge oder so. Jetzt kommt natürlich erstmal wieder eine Folge Sky Attack. Aber so langsam aber sicher, ach, das sieht so cool aus, so langsam, ne? So langsam aber sicher, ja, fügt sich so alles zusammen. Ich war auch noch mal ein bisschen Eisfarben, weil ich kein Eis mehr hatte und so. Aber so langsam aber sicher fügt sich hier dieses ganze Teil zusammen. Es sieht von Mal zu Mal immer geiler aus, irgendwie, wenn wir hier oben stehen. Und wenn dann noch so eine Megapipe wäre, die dann langführt. Ja, ich glaube, das kann schon eine ziemlich geile Insel werden. Leute, ich danke euch erstmal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann seid gerne beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es wieder heißt, wir spielen Craft Tech. Bis dahin, haut rein, guckt gerne mal ins Stream vorbei und wir sehen uns beim nächsten Mal. Und ciao.